Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zum Opening eines Ignition Assault Special Edition Displays. Ja, endlich kommen wir mal wieder dazu, den ganzen Kram, der sich mittlerweile hinten angesammelt hat, mal wieder so ein bisschen durchzugehen. Jetzt Monate haben wir so ein bisschen die Bremse reingetreten, da hat sich viel von Konami halt noch so abgelagert, was so alles an der Zeit sich so angesammelt hat. Und ich dachte mir, hey, jetzt wird es langsam mal Zeit, ein bisschen was davon durchzugehen, denn die nächsten Wochen wird es nicht weniger Produkte geben, sondern einiges mehr. Und wir werden das ein oder andere vielleicht schaffen, von Konami aufzumachen, vielleicht aber auch nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, dann sammelt sich das da hinten. Und man sieht, der Platz wird langsam etwas eng. Und daher würde ich mal sagen, fangen wir mal an, so ein bisschen mal den Kram wieder hier ein bisschen abzubauen. Ignition Assault, die Special Edition haben wir, glaube ich, bekommen. War das Anfang März diesen Jahres? Da war noch die Welt eine ganz andere. Und haben jetzt dieses Display jetzt schon, ja, 4 Monate, 5 Monate bei uns rumliegen lassen. Und ich bin mal gespannt, hat sich vieles an dem Set verändert. Also ein bisschen haben sich so die Prioritäten von den Karten, die man da rausziehen kann, verändert seit damals. Weil damals hatten wir ja gerade noch, als Ignition Assault das Hauptset rauskam, noch ohne die Special Edition, war das ja genau das Set, was für die YCS Anfang diesen Jahres noch relevant war. Und jetzt haben sich so ein paar Karten durch Bandlist Changes und so angepasst. Das sind ein paar jetzt beliebter, als sie damals waren, als wir sie gezogen haben. Ja, auch die antiken Krieger. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal ein Display haben wollen, wo ich nicht 4 bis 5 davon ziehe, sondern einfach mal vielleicht ein paar weniger, weil ich habe genug davon. Okay, Ignition Assault? Okay, legen wir los. Let's go. So. Bin mal gespannt, ob heute mal es etwas stürmischer wird bei unserem Opening und etwas weniger antik. Oder alte, besser. Waren alte Krieger, ne? Nicht antike Krieger, ancient. Ah, das habe ich wahrscheinlich im Intro dann auch verkackt. So. Schauen wir rein. Vielen Dank an Konami nochmal fürs zur Verfügung stellen dieses Displays hier nochmal von meiner Seite aus. Und dann schauen wir mal an, was wir draus bekommen. Zack. Wir haben Samus Beschleuniger. Die letzte Special Edition ihrer Art. Und losgekettete Zwillinge. Sarama. Und dann schauen wir mal, ob wir unseren Schnitt... Ich will immer mit 10 Holos eigentlich rausgehen, so pro Special Edition eine mindestens. Vielleicht mal auch 2, können eine oder drin sein. So, kann eine oder keine sein, aber grundsätzlich bitte 10. Will nicht 8 oder so, das ist ja... Naja, gut. 8 ist immer noch okay, ist immer noch besser als ein normales Display mit halt 6. Minus die Super Rares. Gleichgewicht des pelzigen Schreckens, Glockenträger, Kampfflugzeug, Megalith, Hargith, Daruma, Schläger, Feuerphönix, Etigniste als Rare. Dann haben wir Megalith, Ophiel als Super Rare. Das ist eine gute Super Rare. Geistertrickfee, Ruf zur Waffenkammer und Fedran, der spitze böbische Wind. Ruf zur Waffenkammer war ja, glaube ich, von dem Set davor die Vorschau-Promo von Chaos Impact, glaube ich. In der Special Edition, wenn ich mich richtig entsinne. Würde hier gerade liegen, aber ich sehe nicht die Rückseite. genau. Teischlag. Kirikuri, Geldherberge, Katastrophal, Krustiger Kalko, Himmels, Jägermanöver, Scherenschneider, und Kodiersprecher invertiert. Super Rare. Wachgeist, Linkparty, entbehrlicher Gerätebenutzung, besessen, Overloop. Für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, Special Editions sind grundsätzlich Reprints von den Hauptsets und sind immer nicht erste Auflage. Das heißt, hier können wir keine Starlight Rare ziehen, aber wir können halt immer noch die ganzen anderen normalen Karten ziehen. So. Megalith, Genese, Doshin, Etigenista, Teischlag, Eischatten, außer die unerschütterliche Erdverzauberin in Rare. Und dann haben wir, Himmelsjäger Ass, Rose oder Rosé, ich weiß gar nicht, wie man sie genau ausspricht. Eine Karte, die man, als das Set rauskam, dachte so, wofür noch mehr Support dafür? Und die Karte ist nicht so geil. Und mittlerweile so alle, ein paar Karten zurück von der Bandlist. Die kann man benutzen. Mit die beliebteste Karte schon fast aus dem Set, neben Blitzsturm. Also, sehr krasser Change so von weniger als einem halben Jahr ungefähr. Das ist schon geil, oder ungefähr in einem halben Jahr. Sehr gute Ultra-Rare. Vollstreckung des Vertrags, Wasserleviathan, Etigenista und Fedran, der spitzbübische Wind. Ja, das ist schon mal ein schöner Einstieg in unsere Special Editions. Goki Zerstör-Oger, Destroy-Oger und Goki Mumm. Naja, das war doch der dann auch gefloatet hat, ne? So, jetzt kommen jetzt so langsam ein paar mehr wieder, die floaten.
Beziehungsweise Searchen, Recruiten. Gute Karten. Ups. Da haben wir schon direkt den Megalith Hagifek gepackt. Donjo Ribo, Etignista, Megalith Genese, Zeitdieb Zurückdrehung. Bururu, Etignista. Also dann haben wir alte Krieger, treuer Guan Jung. Oder Jun. Sehr gut. Das ist ein alter Krieger. Den nehme ich gerne mit. Erstmal, weil er super rare ist. Füllt nicht meine Ultra-Rare-Slots aus. Und das ist quasi, kann man sagen, Dino Wrestler Pankrotops. In etwas anders, aber auch genauso nutzbar. Sehr coole Karte. Bin mal gespannt, wann die noch mehr an Momentum gewinnt quasi. Warte mal, die sind Promos, die gehören dahin. Und den treuen Huan Jung, den packe ich hier mit raus. Das ist eine gute Super-Rare. Kopfentscheidung, Geistertrick Fee und entbehrlicher Gerätebenutzer. Vor allem, wenn er keine Reprints kriegt. Und vor allem, wenn das Deck auch noch besser wird. Dann, ich kann mir vorstellen, dass man den auch da in dem eigenen Deck halt gut benutzen kann, weil da kann man sowieso viel besser alles zusammen searchen und so. Chronomale Tuspa-Rakete, Transzikade, Überlebender der Schlacht, alter Krieger, unmutiger, anmutiger, So-Gong und Utgarda-Generator, Boss der Täuschung. Das Banish-Teil, Wasserleviathan, Etignista, Verabschiedung der Drachenmädchen, Megalith, Och und Hiari, Etignista. Ach, ich würde mir auch wünschen, es gäbe nicht zwei Blau, sondern nur ein Blau. Megalith Genese, leuchtend schwarzes C-Kommando. Ja, wo Schatten ist, taucht auch das C-Kommando auf. Mit ihren verborgenen Flugfähigkeiten sind die Soldaten den Riesen ebenbürtig und so nehmen sie es mit ihnen auf. Schwerkraftbeherrscher, eine gute Common aus dem Set. Ein schöner Starter für viele Decks, damit sie halt einfach schon mal eine Zone freikriegen, schon mal ein Linkmonster haben, weil sie das entsprechende Material brauchen. Ist eine sehr gute Setup-Karte. Megalith Falk, Porträt des Unterweltlers. Und dann haben wir Jack Bolan als Super Rare. Das ist auch eine coole Super Rare. Die lege ich auch, glaube ich, mit raus. Das ist eine sehr schöne Karte für alles, was mit Zombies so rumspielt. Geist trifft Mädchen, ein Mayakashi-Manuskript, Wasserlevier, den Regenister und der bärliche Gerätebenutzer. Packen wir mal die coolen Super Rares zu dem Haufen hier so zur Seite. Und dann die Ultras hier. Genau. Die Kommens brauchen wir sowieso gar nicht im Bild. So. Und dann, es fehlt hier noch eine Ultra oder eine Secret aus dem Pack. Wäre doch mal ein persönliches Ende, wenn wir am Ende hier nochmal richtig schön so mit 3-4 Secrets rausgehen. Das fand ich immer so toll an einigen Special Editions, dass man das halt möglich war. Goki Mom und Goki Zerstör Ogre. Katastrophal, Krustiger, Kalko, Daruma-Schläger, leuchtend schwarzes C-Kommando, alter Krieger, standhafter, Sang D. Als Rare haben wir Hex, Werkerin, Genny, als Super Rare. Hierhin. Und dann haben wir Megalith, Betor, Federan, der Spitzbeschwind, was der Leviathan, Etignista und Vollstreckung des Vertrags. Ja, erstmal nur eine Ultra-Rare, das ist etwas noch dürftig, aber es ist eine gute Ultra-Rare, deswegen können wir uns da nicht so viel beschweren. AI-Ritual, Megalith-Genese, oder AI-Ritual, Partner-Look, Zeitdieb-Zurückdrehung, Megalith-Ermächtigung als Rare, alter Krieger, treuer Guan Yun nochmal als Super-Rare. Den legen wir auch nochmal zu den Coolen mit raus. Beileidspuppe, nicht die Suppe, Verabschiedung des Drachenmädchen und Karakuri-Gamma-Öl. Sind eigentlich die Karakuris jetzt irgendwie geil geworden, weil die hätten jetzt hier den Support bekommen? Mit den ganzen neuen Main-Deck-Monster, Synchro-Monster und halt auch noch einigen Support-Karten, so Spell- und Trap-technisch. Sind die jetzt cool geworden mit der Regel, dass die jetzt halt wieder so Synchro beschwören konnten wie vorher? Weil die waren ja halt doch schon sehr potentes, ich baller ganz schön viel raus aus dem Deck raus. Also kann man da jetzt noch geilere Boards machen als früher? Oder ist es doch eher wieder so, dass es so Support war, der ganz cool klingt, aber am Ende kommt da doch nicht viel drum bei herum. Tai-Schlag, Chronomale Tuspa-Rakete, Katastrophal, Krustiger Kalko, Erdgolem, Erdignister. Dann haben wir, unser erstes Secret Rare. Blöder Patrouillenschiff Bran. Das ist ein Deck, was noch nicht so richtig abgehoben hat. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt da in die Richtung oder noch etwas fehlt. Ich finde das ein ganz cooles Thema, so ein richtiges tolles Piratendeck. Und ich wünschte dem Deck noch irgendwie in Zukunft ein bisschen Erfolg. Ich habe vor allem extrem viele von diesen Karten immer noch, weil wir so viel gezogen haben davon. Ja, Redignista, Zeit, die Windbetrieb am Megalith Portal und Karakuri Mönch MDL 9763 Kunan Musan. So, blablabla. Nächste Special Edition. Okay, dann haben wir schon mal ein Secret und eine Ultra. Ich würde gerne noch mal Blitzsturm sehen. Wir haben unser Case aufgemacht, da haben wir 4 rausgezogen und danach haben wir, glaube ich, nie eine wieder gesehen. Das ist etwas so, könnt ihr auch mal gerne mal wieder ein bisschen was nachkommen, oder? Sonst wird das ein bisschen schreiberig. So.
Donjo Ruibo Etignista, Transzikade, Aufschlag Armor, Xyz Wiederaufstieg, Erdgolem Etignista als Rare. Ja, Zeitdiebin Perpetua als Super Rare. Auch eine sehr coole Karte für Zeitdiebe. Zeitdieb Chronocorda, Katze mit 9 Leben und Karakuri Mönch MDL 9763 Kunam San. Achso, wir haben die Promo vergessen. Haben wir die überhaupt aus dem letzten rausgeholt? Ja. Ja, wir sind jetzt bei der vierten. Dann kommt nochmal der Beschleuniger dazu. Zusammen mit den Sarama-Zwillingen. Also anscheinend auch hier mal wieder eine Gleichverteilung der Promos. Da kann sich Konami auch nicht immer entscheiden, was die genau haben wollen. AI Schatten, Quiekritter, tolles Artwork. Donjo Rebeutegnister, Feuerphönix, Etignista als Rename, Utgarda, Generator, Boss der Täuschung. Vollstreckung des Vertrags, Karakurigama MDL 4624, Shiro Kunishi, Geist trifft Mädchen in Amerikaische Manuskript und Ruf zur Waffenkammer. Ist auch quasi das letzte Set, wo es Shortprint Commons gibt, ne? In dem Hauptset. Das heißt, wir müssen im Nachhinein nochmal welche davon rauslegen. Müssen wir nachher nochmal schauen. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche das waren. Zeitdieb, Zurückdrehung, leuchtend schwarzes C-Kommando, Megalith Falk, Chronomale Tuspa-Rakete, Plünderpatrouillenwerft als Rare. Und dann haben wir. Toller Pull, Weißbart, der Plünderpatrouillen-Ausguck. Sehr gut. Das sind Ultras, die ich eher haben möchte. Ich gehe jetzt mal wirklich ein paar, ich glaube, ein paar Bärte, weil dann können wir mitfahren. Aber auch, weil ich habe genug alte Krieger gehabt. Also ich bin alt genug mittlerweile, dass ich jetzt auch mal mit Bärten rumspielen darf. Das klang weird. Weißbart, sehr, sehr, sehr gute Karte für das Deck. Sehr schön. Die Ultras heute, die überzeugen definitiv. Also da kann man heute bisher einen schönen Haken dahinter setzen. Weil als Puppe entbehrlicher Geräte benutzt man besessener Uvaloop. Sehr schön. Das läuft alles nach Plan, was die Ultras angeht. Die Secrets müssten noch ein wenig nacharbeiten, weil momentan ist das noch so. Das könnte noch ein bisschen besser werden. Nochmal ein Cybers-Beschleuniger. Mit einem Nutzgekette Zwillinge Sarama. Donjo Ribo, Etignista, Gleichgewicht des pelzigen Schreckens, Megalith Genese, alte Krieger, Sage, Verteidigung, Fun Chang Ban. Als wir. What the fuck? Wow. Zwei SEs hintereinander direkt Doppelweißbart. Wir haben weiße Bärte, wir fahren mit. Nice. Wow, ich habe davon. Ich glaube, ich habe davon richtig wenig gezogen aus dem Case und allgemein auch aus den anderen. Also anderen Special Editions und so. Also, und auch aus Displays. Das ist echt gut. Nice. Oh, Ultra Rares heute sind sehr gut. Link Party, Geistertrick Frey, Zeitdieb Chronocorda und Hiari at Ignista. Schön. Was mir jetzt eigentlich noch fehlt, wäre noch ein Rotbart dazu. Ich nehme auch ein Playset Weißbart, wenn wir die jetzt eigentlich hier rausziehen. Also, hab nichts dagegen. Katastrophal, Krustiger Kalko, Daruma-Schläger, Glockenträger, Kampfflugzeug, Partnerlook, alter Krieger, exzentrischer Lu Ling. Und dann haben wir ein Megalith Haratron als Super Rare. Beileidspuppe, Karakurigama, Öl und Wachgeist. Endlich mal haben wir mal hier was wieder hingelegt. Also gefühlt heute gute Super Rares, gute Ultra Rares. Nur in der Secret-Abteilung, da müssen wir noch etwas nacharbeiten. Aber vielleicht, wer weiß, es ist ein Konami-Display. Na? Lassen wir ein bisschen unsere telepathischen Kräfte nutzen. Und holen uns noch mal ein paar gute Secrets ab, ne? Konami, habt ihr ein paar gute Secrets eingepackt, oder? Komm schon. Quiekritter, Transzikade, Doshinettignister, Plünderpatrouillen, Werft als relativ früh, und dann haben wir Zeitdieben Perpetua als Super Rare. Ruf zur Waffenkammer. Geist trifft Mädchen in der Kachimanuskript, Verabschiedung der Drachenmädchen und Zeitdieb Chronocorda. Wer lässt sich wundern, dass ich auch relativ schnell hier durchgehe? Also ich sag mal so, ne, wir haben ja schon so einiges aufgemacht von dem Set. Ich glaube, mittlerweile haben wir so viele Worte darüber schon verloren. Und an der Super und der Rare Konstellation hier aus dem Set und auch den Commons hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Es hat sich so eher ein bisschen was in den Ultra-Secret-Bereich was getan, aber da muss man halt, da kann man auch erstmal was erzählen, sobald man es zieht. Ansonsten ist es ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Deswegen gehen wir hier relativ entspannt und schnell durch, weil wir kennen ja schon das Set, aber trotzdem, ne, finden wir jeden Pull geil, der gut ist. Glockenträger, Kampfflugzeug, Chronomale Tuspa-Rakete, Zeitdieb Zurückdrehung, Aufschlag Amon, Plünderpatrouillen werft nochmal als Rare. Und dann haben wir Hexwerkerin Genny als Super Rare. Zeitdieb mit 9 Leben. Katze mit 9 Leben, Wachgeist und Karakurigama MDL 4624 Shiro Kunishi. Diese langen Namen. So. Leuchtend schwarzes C-Kommando. Katastrophal, Krustiger Kalko, Daruma-Schläger, Karakuri, Geldherberge, Lichtbogen, Lightcraft als Rare. Und dann haben wir Megalith Ophiel nochmal als Super Rare.
Kakurigama MDL 4624 Shiro Kunishi, Beileidspuppe und Megalit Betor. Na komm, im letzten Pack. Muss doch immer hier was drin sein. Das wäre doch mal was. Xyz, Wiederaufstieg. Donyoribo Etegnista. Super besondere Kartenvarianten sehe ich gerade auch hier schon wieder auf dem Display. Nein, hier gibt es keine super besonderen Kartenvarianten in dem Set. Das ist eine Lüge, die sind nämlich nicht drin. Gleichgewicht des pelzigen Schreckens. Ai, Liebesfusion oder Ai, Liebesfusion. Wir haben ja nochmal eine Zeitdieb in Perpetual Super Rare. Wasserleviathan, Etegnista, Link Party, Besessener Overloop und Zeitdieb Chronocorder. Also wir sehen zwar cool, aber es fehlt noch so ein bisschen einiges. Also ich frag mich, ob das in den letzten vier Special Editions dann nochmal so ein bisschen anzieht. Aber momentan ist es noch etwas dürftig, was die Menge angeht. Pooltechnisch so spezifisch gesehen ist es toll. Aber vier aus sechs? Also eigentlich müsste jetzt jeder der letzten noch was drin haben, damit wir wenigstens acht kriegen. Ansonsten gehen wir halt wieder so Richtung das, was man aus dem normalen Display zieht, dann so wozu überhaupt die Special Edition. das Gookie-Duo haben wir jetzt hier bekommen. Schauen wir mal. Megalith Falk, Eischatten, Partnerlook, Bururo Etegnista als Random, Megalith Aratron als Super Rare, Besessener Overloop, Wachgeist, Zeit im Chronocorder und entbehrlicher Gerätebenutzer. Aufgeladene Wappenkunde, leuchtend schwarzes C-Kommando, Megalith HGF, Gleichgewicht des pelzigen Schreckens, Vernichter, Erzunterwelt als Rain, haben wir Jack Bolin als Super Rare, noch eine gute Super Rare wieder. Katze mit neuem Leben, Megalith Beto und Wachgeist. Also komm, ist es wieder im letzten Pack hier? Oder wo ist das? Überlebender der Schlacht, Quiekritter, Eye Ritual, Strickschaf als Rare, hey! Mittlerweile ein Reprint bekommen, ne, in The Battles of Legend Armageddon, aber Original-Set, relativ selten in dem Set, relativ geshortprinted das Ding, aber es sind immer noch schön, auch die in Rare zu ziehen, ist immer noch eine sehr gute Karte, eine sehr schöne Karte, Support für halt die alten Beschwörungsmechaniken. Und dann haben wir ein Lichtdrache-Etegnister, komm schon, was ist denn los? Die dritte Special Edition mit einer Niete, was ist das denn? Megalith auch Karakurigama-Öl, Beileidspuppe und Geisterhof-Mädchen, ein Mayakashi-Manuskript. Sind wir schon Richtung 7 Holos aus dem gesamten Special Edition. Das ist etwas wenig dann. So langsam entwertet das hier die tollen Pulls. So jede Special Edition, die nicht gut zieht, entwertet das Ganze langsam immer weiter. So, dann mit dem Schleuniger. Zusammen mit den Saramas. Und dann gucken wir hier mal, was wir hier rausziehen. Zeitdieb Zurückdrehung, Megalith Falk, Schwerkraftbeherrscher, Quiekritter, Porträt des Unterweltlers, also wir haben Hexwerkerin Genny. Kopfentscheidung, Verabschiedung der Drachenmädchen und besessene Overloop. Na komm schon. We need to believe. Breathe it! Xyz Wiederaufstieg, Eischatten, Megalith Genese, Megalith Ermächtigung und da haben wir Jacko Bolin, also Super Rare. Karakuri Mönch MDL 9763 Kunam San, Megalith Och, Karakuri MD, Karakuri Gamma MDL 4624 Shiroko Nishi, mal beide in einem Pack und Fedran, der spitzbübische Wind. Wer? Wer? Come on. Eye Ritual, Transzikade, Chronomale Tuspa-Rakete, Zeitdieb Zurückdrehung, Feuerphönix at Ignista, also dann haben wir Dorion Etegnista als Ultra Rare. Das ist eine gute Karte für das Etegnista-Deck, der quasi auf in den Kombos halt gerne eine Karte wieder recycelt zurück auf die Hand von dem Deck. Und sehr schön. Das sind bisher, bei den Ultras bin ich absolut zufrieden. Habe ich nichts zu meckern. Nur die Secrets. Kommt schon. Geistertrick, Fee, Verabschiedung der Drachmedien und Wachgeist. Kann doch nicht sein. Ist das der Fluch der Secret? So. Cybers Beschleuniger. Und diese Rama-Zwillinge. Ganz schön viele Jacob Bolins und treue Guan Yuns.
Uns fehlt noch der Kujikiri-Fluch, das ist mit die seltenste Super Rare aus dem Set. Die haben wir bisher noch nicht gesehen. Schwerkraftbeherrscher, aufgeladene Wappenkunde, Teilschlag, Gleichgewicht des pelzigen Schreckens, Bururu-Etignister und dann haben wir nochmal einen Lichtdrachen-Etignister. Wasser-Leviathan-Etignister, Megalith-Bethorn, Zeitdiebene-Betriebnahme. Haben sehr viele Etignister-Stuff in dem einen Pack. Jetzt noch zwei Secrets, das wäre cool. Zwei Blitzstürme, komm schon, wie zwei Weißbarts, nochmal zwei Blitzstürme zum Schluss. Das tut doch nicht weh. Partnerlook, Duschinette-Genister, Chronomale Tuspa-Rakete, Ibizella Lutea als random scheußlich losgekettete Seele als Super Rare. Karakurigama-Öl, Megalith Och, Link Party und Megalith Betor. Das Gefühl, dass immer in dem letzten Pack noch Rolo ist. Immer. Vor allem hier. Heute. Das ist ein bisschen weird. Daruma-Schläger. Glockenkrieger-Kampfflugzeug, aufgeladene Wappenkunde, Schwerkraftbeherrscher, eine Liebesfusion als Rare. Dann haben wir alte Kriegersage, drei Besuche als Ultra-Rare. Mehr alte Krieger-Stuff. Okay, aber es ist nur eine, hoffentlich. Wie im nächsten ist noch eine. Zeit im Chronocorder, Karakuri, München MDL 9763, Kunam San und Zeitdieb in Betriebnahme. Wehe. Letztes Pack, ey, komm schon. Es kann ja nicht sein, dass ich aus diesem Set echt nur aus dem Case so brutal auf Gewalt was Gutes rausziehe, aber ansonsten einfach nur mega Pech habe mit dem Ding. Kann doch nicht sein. Oh Gott. Come on. Guck hier, guck hier, Zerstör-Oger. Und dann die letzten drei Packs. Aufgeladene Wappenkunde, Eye Ritual, Doshinettignista, Plünderpatrouillenbeute als Rare. Wir haben eine Spell dahinter. Ist es Kujikiri-Fluch? Wow, nice. Es ist wenigstens mal eine gute Super Rare. Kujikiri-Fluch. Die seltenste Super Rare in dem ganzen Set. Wahrscheinlich Schwert, Megalith-Portal, hier Hieratignista und Geist auf Medien. Meine Kushi-Manuskript. Ich hätte natürlich auch nichts gehabt gegen das Secret als Spell. Das wäre halt der Blitzsturm oder das Ignister Islands zum Beispiel. Das sind auch tolle Karten. Was macht ihr hier? Geht mal darüber. Aber ich glaube, wir werden heute nicht so viel Glück haben. Wir ziehen heute einfach sau viele Ultras, aber Secret so heute ist eher so nicht so der Stissel. Glockenträger, Kampfflugzeug, Gleichgewicht des pelzigen Schreckens, Xyz Wiederaufstieg, Schwerkraftbeherrscher, Vernichter Erzunterwelt des Rare. Dann haben wir Jacko Bolan als Super Rare, Alter. Wenn jetzt hier auch noch keine drin ist, ey. Verabschiedung der Drachenmädchen, entbehrliche Gerätebenutzung, Karakuri, Mönch, MDL 9763, Kunam San. Kommt schon wieder wirklich auf das allerletzte Pack an. Auf das allerletzte Pack. Wie schon in einigen hier, wo wir beim letzten Pack die Holo gekriegt haben. Alter, wenn hier jetzt nichts drin ist. Uiuiui. Oder wenn hier was Geiles drin ist, haben wir das alles bis zum Schluss aufbewahrt. Oh, come on. Gott, die hinteren. Teilschlag. Aufgeladene Wappenkunde. Karakuri Geldherberge. Alte Krieger. Alte Krieger standhafter Sangde. Oh, was haben wir? Megalithophil als Super Rare. Link Party, Fedra, eine Spitzbübische, Wind Megalith auch und Zeitdieb in Betriebnahme. Ich räume kurz auf und dann sehen wir uns zum Recap wieder. Was machen die Comments hier? Bis gleich. Bei den Promos haben wir mal wieder eine Gleichverteilung. Alle fünfmal. Nichts Besonderes hier zu sehen. Bei den Shortprint Comments haben wir zweimal die Kopfentscheidung. Einmal das zweischneidige Schwert, zweimal den Aufschlagarmor und zweimal den Überlebenden der Schlacht. Dann bei den Rares haben wir ein Strickschaf, eine Außer, zweimal die Ermächtigung, zweimal das Porträt, einmal die Beute, dann hier einmal die Verteidigung, einmal das Himmelsjech-Manöver, dreimal die Patrouillenwerft, Playset, ein Lightcraft, zwei Vernichter, eine Ibizella und dann alte Krieger-Stuff haben wir, einen Gong, einen Jing, einen Sang, noch einen Sang und dann bei den Etignister-Stuff zwei Fusions. Drei Ignisters, drei Bururus und drei Ignisters, drei Feuerphönixe und zweimal den Erdgolem. Und dann bei den Super Rares haben wir eine scheußlich losgekettete Seele, ein Utgarda Generator Boss, ne, zweimal Utgarda, dreimal die Genny, einmal die Invertiert, zweimal den Etignister Lichtdrachen, dreimal die Perpetua, den Aratron haben wir zweimal, den Ophiel haben wir dreimal und dann bei den coolen Super Rares haben wir den Jacobolan gleich viermal, einmal den Kujikiri Fluch und zweimal den Eintritt Krüger treuen Guan Yun. Ja, dann kommen wir zum Highlight des Openings. Unsere Holopuls. Da ist am Ende ordentlich die Luft rausgegangen von dem ganzen Ding. Einmal ein alter Kriegersage, drei Besuche. Einmal Dorian der Gnister. Zweimal den Weißbart und einmal Himmelsjäger Ass Rose. Und bei den Secrets haben wir einen Bran. Ja.
Da kann man besser haben aus dem Display. Also Konami, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Mit dem, was ihr hier zur Verfügung gestellt habt, das hätte deutlich besser sein können. Ja, na gut, man kriegt nicht immer die besten Puls. Und ja, es war mal schön, wieder mal das Set aufzumachen, vor allem, weil es eine Special Edition ist und das halt die letzte ist. Vorerst, wir werden sehen, wie lange die wieder weg sein werden. Die waren schon mal für 2 Jahre weg und dann kamen sie wieder. Ich bin gespannt. Das war's dann hier von uns. Ich hoffe, euch hat so dieses Opening gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.